Rund um die Insel. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Es sind ja Sommerferien hier in Taiwan, 2 Monate für die Schüler und Schülerinnen, für Studierende etwas länger. Und so spreche ich auch diesmal mit meinem heutigen Gast darüber, was SchülerInnen oder Studierende so machen. Mein heutiger Gast ist mein Sohn Malcolm, der in der ersten Woche der Sommerferien an einem 5-tägigen Camp mit Übernachtung teilgenommen hat, das von einem sogenannten Insektenmuseum hier in Taipeh organisiert wurde. Also, ihr habt euch dann an diesem Insektenmuseum hier in Taipeh Stadt getroffen. Das waren dann vielleicht 20 Kinder oder so, wie ich das gesehen habe. Und dann seid ihr alle zusammen mit einem großen gecharterten Bus weggefahren mit den Betreuern dieses Museums. Und wo seid ihr denn hingefahren? Wir sind mit dem Bus nach Jilong, der Haiyang-Kirche-Bohoguan, gefahren. Und dann neben den Haiyang-Kirche-Bohoguan ist dann unsere Unterkunft und dann sind wir dahin gegangen. Also das ist das Nationale Museum für Meeresforschung und Technologie. Mit dem hat dieses Insektenmuseum zusammengearbeitet und ihr habt daneben in einer Unterkunft übernachtet. Seid ihr dann gleich dort geblieben oder habt ihr an dem Tag noch was gemacht? Also wir sind dann erstmal reingegangen und haben unsere Sachen dahin gelegt und dann sind wir zum Haikirkon gegangen und dann, da war unser Klassenzimmer und dann haben sie uns erklärt, was wir machen. Und sie haben uns ein Notizbuch gegeben und dann müssen wir das notieren, was wir also in den 5 Tagen gemacht haben. Okay, das waren dann also die Formalitäten. Ging es dann nach weiter mit irgendwelchen richtigen Aktivitäten? Also dann haben wir zuerst Mittag gegessen und dann und wir sind dann gewandert durch die Hügel um Jilong herum und am Meer entlang. Also Meer und Hügel, also eine sehr schöne Landschaft. Habt ihr dann nur bei der Wanderung euch die Landschaft angeschaut oder solltet ihr noch irgendwas machen? Also wir haben uns die Landschaft angeschaut und dann haben wir ein paar Insekten beobachtet und dann sollten wir die suchen und dann fangen und dann zu dem Lehrer bringen und dann erklärt der Lehrer uns, welche Art von Insekten das ist und was für Fähigkeiten sie hat. Und habt ihr denn viele interessante Insekten gefunden oder auch Insekten, die du vielleicht, wahrscheinlich keine Insekten, die du vorher noch nie gesehen hast, aber habt ihr viele Insekten gefunden oder ja. Käfer? Ja, wir haben ganz viele gefunden und ein paar kannte ich noch nicht. Zum Beispiel? Eine Art von Kakerlake, aber die ist, also im Wildnis, in der Wildnis sind die sauber, aber es gibt eine Art, die, also die Kakerlake, die im Haus sind, nur sie sind schmutzig, aber also die anderen. Die ist ja ekelhaft, die bei uns, die wir manchmal in der Küche sehen, okay. Aber die, die ihr da in den Bergen gesehen habt, das war, ja, sagen wir mal, eine saubere Kakerlake. Mhm. Hast du sonst noch gesehen? Wir haben auch so eine Art von Biene gesehen, die sah so aus wie eine Ameise und sie war rot, schwarz und diese Art von Biene war sehr selten. Okay, dann seid ihr also nach Hause wieder danach, habt Abend gegessen. Was gab es eigentlich so die ganzen Tage so zum Essen? Es gab zum Mittag Biendang, also Lunchboxen und zum Abend auch das Gleiche. War auch immer das Gleiche drin? Nee, oder? Das Fleisch war anders und einmal gab es auch Nudeln und das Gemüse war auch anders. Okay, also immerhin unterschiedliche Lunchboxen. Ging es dann gleich ins Bett oder habt ihr dann noch was gemacht? Sie hat uns erklärt, dass manche Insekten auch nachtaktiv sind. Also sie fliegen dann in der Nacht da irgendwo hin, wo es heller ist. Dann seid ihr also nochmal rausgegangen abends, seid ihr nochmal wandern gegangen und habt dann nachtaktive Insekten oder Käfer gesucht. Ja, und wir haben eine, also auch so eine Art saubere Kakerlake. Es gibt sie nur am Meer, also eine Suedin. Okay, und ihr habt also sehr viele Insekten, Käfer gefunden, also weil eure Lehrer, wie du mir das erzählt hast, haben eben so ein Licht aufgestellt mit einem weißen Tuch und da sind viele Insekten drauf zugeflogen und die habt ihr euch anschauen können. Dann seid ihr zurück wieder in eure Unterkunft, habt dort übernachtet. Wie habt ihr eigentlich übernachtet? So, das war ein nicht so großes Haus und in jedem Zimmer gab es nur 2 Betten und ein Bett ist für 2 Leute und es durften dann nur 4 Leute auf dem Bett schlafen und die anderen mussten auf den Matratzen schlafen. Und in den anderen Zimmern waren sehr wenige Leute, aber bei uns gab es 8 Leute.
aber das Zimmer war ein bisschen größer. Also in eurem Zimmer waren 8 Leute, 4 davon haben zu zweit jeweils in einem Bett geschlafen. Ja. Für die anderen 4 hat man dann Matratzen auf dem Boden ausgelegt. Okay, nicht so komfortabel. Aber dann am zweiten Tag, womit ging es dann weiter? Also am Morgen sind wir, also neben den alten Haiyang-Kirche-Burg, und da gab es ein neues, auch so eine Art Meeresmuseum, und dann da gab es einen Lehrer, der uns erstmal erklärt, wie das Schnorcheln geht, und dann sind wir schnorcheln gegangen. Wir haben uns in mehrere kleine Gruppen verteilt und dann gab es jeweils einen Lehrer und wir müssen uns an einen Reifen festhalten, und der Lehrer hat dann gezogen und manchmal hat er gesagt, wir sollen nach unten gucken, und dann gab es da besondere Fische oder... Habt ihr tatsächlich viele schöne bunte Fische gesehen? Ja. Und was habt ihr dann am Nachmittag gemacht? Wir sind dann zu dem neuen Meeresmuseum gegangen und dann haben wir uns Seesterne angeguckt, und dann hat der ein Führer da erzählt, welche Arten es gibt und wie sie überleben und essen können. Und da gab es auch so, also auch normale Fische, und dann gab es da auch Haie. Da haben euch dann die Lehrer drüber was erzählt, wie diese Fische leben. Und was habt ihr dann am dritten Tag gemacht? Also wir haben erstmal gefrühstückt und dann sind wir zum Klassenzimmer gegangen und haben uns auf den Cao Jin Dai vorbereitet. Also sowas ähnliches wie das Watt in der Gegend von Jilong, wo ihr wart. Da habt ihr euch darauf vorbereitet und dann seid ihr so ein bisschen durch das Meer oder durch den Strand, durch das Watt da gelaufen. Ja, die Lehrer haben uns erstmal ein paar Tiere gezeigt und dann konnten wir selber ein paar Tiere suchen und dann sollten wir die Tiere den Lehrer geben und dann erklärt sie, was das für Tiere sind. Und dann am Nachmittag sind wir zu einem Haiyang Zinen Guan gegangen und dann... Da waren präparierte Fische und ein Fischerboot von den Ureinwohnern in Lanyu. Also der Orchideeninsel. Ja, und dann haben sie uns erstmal erklärt, wie die Ureinwohner das gebaut haben. Und dann haben wir einen Großmalhai angeschaut und der hat uns erklärt, wie die Haie leben. Gab es irgendwas, was du noch nicht wusstest oder was dich überrascht hat? Also ich wusste zuerst nicht, dass es Haie gibt, die... Fuyo-Sengu essen, also nicht Fleisch. Also das ist Plankton, also wie das Neues gelernt. Dann am vierten Tag? Und dann haben wir am vierten Tag zuerst, die haben uns dann zu dem Meeresmuseum gebracht und dann haben sie uns was über Muscheln erzählt und dann haben wir eine Muschel gemalt und dann haben wir das als Schlüsselanhänger gemacht und dann konnten wir noch ein paar selber machen. Also ihr habt die Muscheln, die ihr auf eure Schlüsselanhänger gemalt habt, anhand von echten Muscheln gemalt, die man euch gezeigt hat. Ja. Okay. Und am Nachmittag haben sie uns erstmal ein paar Insekten gezeigt und was über sie erzählt. Und dann gab es auch eine Schlange, eine Ümise, eine Kornatter. Und sie war nicht giftig, sie aß nur die Mäuse. Und die Schlange häutet sich ja. Und dann haben sie uns ein Stück von ihrer... Haut gegeben und konnten wir das präparieren und dann mit nach Hause mitnehmen. Gut, das klingt schon mal auch sehr aufregend, aber wahrscheinlich das Aufregendste war dann der Abend oder die Nacht, denn die habt ihr nicht in eurer normalen Unterkunft verbracht, sondern wo? Also wir sind dann am letzten Abend, sind wir dann zu einem Kindersaal von Haikeguan und da waren ganz viele Sachen, womit man spielen konnte und da haben wir übernachtet. Wir haben dann bis 10 Uhr gespielt und dann mussten wir schlafen. Oh, okay. Gut, dann habt ihr also tatsächlich noch ein bisschen geschlafen und dann kam der letzte, der fünfte Tag. Habt ihr noch irgendwas am Vormittag gemacht, bevor ihr zurück nach Taipei gefahren seid? Sie haben uns Aufgaben gegeben.